Okay. Der Arkham Knight hat die Fledermaus im Visier. Er wird ihn bald vom Himmel holen. Wenn du das sagst, mein Freund, wenn du das sagst, dann wird das wohl so sein. Erstmal das Tor aufmachen. Na hallo, so lang bin ich noch nicht Batman. So alt bin ich noch nicht. Schneller wir die Waffen entladen, desto schneller kriegen wir unseren Anteil. Rolltore auf dem Dach öffnen. Kriegen die das mit? Das müssen sie doch mitkriegen. Ich sollte mich auf den Weg machen und sie besuchen. Okay. Vergesst bloß nicht, dass wir einen Haufen Kohle einstreichen können, wenn wir gute Arbeit haben. Hier kommt er nicht mehr. Ja, klar. Das letzte Mal, als ich dir vertraut habe, musste ich mir eine Zelle mit einem Neandertaler teilen. Jammerst du immer noch deswegen? Und ob ich das tue? Deine Zeit im Knast war ein Spaziergang im Vergleich zu meiner. Wusste nicht, dass das ein Wettbewerb war. Vielleicht bist du ja deprimiert, weil du nicht mehr mit einem Prachtkerl knuddeln kannst. Witzig. Echt witzig. Ach, keine Sorge. Und was machst du mit deiner Belohnung? Den kannst du bald wiedersehen. Was meinst du damit? Der Pinguin braucht uns. Und woher kommst, gibt's noch mehr. Hey, was soll das heißen? Er meint, Kerle wie uns gibt's wie Sand am Meer. Wenn du meinst, meine Mom sagte immer, ich sei was Besonderes. Ja, ja, meine auch. Jetzt halt die Klappe und halt Ausschau. Was Besonderes ist, ja? Schlag fest dazu, du Freak. Fuck. Ich denke, das tut es besser. Da ist der Nightwing schon wieder. Keine Sorge, Nightwing. Komm mal, ein Stock her, hier. Ach, das ist... Ja. Das ist nichts Neues, dass sie uns hasst. Der mit seinen blöden Stöcken, ey. Nightwing kann ich nicht ausstehen, der kämpft blöd. Du kannst nicht helfen, du bist Nightwing. Ich. Du musst ja Bloodhaven ziemlich langweilig sein, oder? Da, das war's. Hätte besser laufen können. Wir doch zusammenarbeiten. Ich nicht. Ich arbeite nur mit den Besten. Hey, hey, hey. Keine voreiligen Schlüsse. Das ist nicht auf Dauer. Ich mag meinen neuen Job. Macht Spaß, ich kann arbeiten, wann ich will. Und das Beste, kein Boss, der mich rumkommandiert. Da bin ich ja froh. Ich will mich nicht wieder zurückhaben. Versprich mir, dass ich etwas Zeit alleine mit dem Pinguin bekomme, wenn wir ihn schnappen. Er soll wissen, dass Bloodhaven tabu ist. Ja, ja, ja. So, Explosivgiel. Bla, bla, bla.
Weißt du das mit Barbara eigentlich schon? Er hat ja gewusst, dass sie entführt ist. Ohne dass wir es ihm gesagt haben. Ach schade, diesmal kein Joker drin. Dem würde ich doch so gerne in die Luft jagen. Ich muss die Sicherheitstür schließen und die Explosion eindämmen. Die ist bereits geschlossen. Ich sollte sie erst zünden, wenn ich weiter weg bin. Na gut. Es ist nicht vorbei. Doch. Laut Schätzung hat Pinguin noch mindestens 3 von diesen Depots. Auf der Straße zirkulieren also viele Waffen. Das wird eine lange Nacht, Bruce. Das bin ich gewohnt. Verfolg einfach weiter die Kühllaster. Und ich dachte, du würdest mir eine Herausforderung bieten. Das ist bereits eine Herausforderung für dich. Wenn alles vorbei ist, schaue ich im Anwesen bei Alfred vorbei. Er hat das Leben mit dir erträglicher gemacht. Naja, etwas. Ich habe Robin diese Nacht noch gar nicht gesehen. Ich halte ihn ja immer noch für den Frischling. War sicher nicht einfach für ihn, nach all dem mitzumachen. Der Junge hat Mumm. Versprich mir, dass ich etwas Zeit alleine mit dem Pinguin bekomme, wenn wir ihn schnappen. Er soll wissen, dass Bloodhaven tabu ist. Kein Kommentar über Barbara, das ist ja interessant. Dann wollen wir wieder rausgehen. Da lang und dann... Toll. Wie sinnlos. Okay, wir brauchen eine neue Mission. Oder neue Herausforderungen, je nachdem, was als erstes kommt. Da haben wir schon alle erledigt. Was ist hier? Was Neues? Die müssen wir freischalten. Was müssen wir noch machen? Schlage einen Muskelprotz durch einen Umgebungsausschalten K.O. Okay, also eine Lampe auf den Kopf hauen oder sowas in der Art. Und das hier, da haben wir wieder was Neues. Da, Drohnenzone. Halte den Fuß auf dem Gaspedal und den Finger am Abzug. Beweise seine Fahr- und Kampfkünste und rase zwischen den 3 Gefechtszonen hin und her, um die Drohnen so schnell wie möglich zu zerstören. David und Goliath. Führe 3 Wurfkonter in einer zusammenhängenden Kombo aus. Okay, dann würde ich sagen, machen wir. Das ist 1000 Meter weit weg, das ist doof. 500 Meter, 394 Meter, 178 Meter. Da haben wir aber auch gar nichts Neues. Die müssen wir noch freischalten. Da würde ich mal sagen, machen wir das hier, oder? Das ist ja 394 Meter. Gibt es hier noch irgendwas, das näher dran ist? Nö. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir Scarecrow's Albtraum Nummer 2 nochmal. Probieren wir es einfach nochmal. Da ist er! Gib nach! Sag gute Nacht, Batman! Aus dem machen wir Hackfleisch! Umkehren! Da kommen wir nicht durch! Raus hier! Nichts wie raus hier! Seid ihr irgendwie dämlich? Mit Autofahren ist was anderes. Time to kill. Was für ein Luxwatches. Bleiben sollen. Wird schon sehen, was er davon hat. Time to kill. Was ist das hier? Siehst du da die Poster und sowas an den Wänden ändern sich. Fast immer. Stimmt, der ist wirklich ein Idiot, hätte abhauen können. Ich bin aber nicht hinter euch, ja, keine Sorge. Immer wenn wir die Poster angucken und dann wieder weggucken, dann ändern sie sich. Das ist lustig. Irgendwas stimmt mit Batmans Geisteszustand absolut überhaupt nicht. Das wissen wir ja schon, aber es ist echt schlimmer, als ich dachte. Okay, probieren wir es einfach nochmal. Unser Batmobil ist ja jetzt besser. Willkommen in deiner ganz persönlichen Hölle. Bleib doch ein wenig. Durch die Finsternis mit uns. Mit uns?
Nein, das tust du nicht. Fuck. Was? Komm schon, Batman. Was war das denn schon wieder? Hab keine Angst. Angst habe ich nicht. Ich bin nur etwas verstört. Bleiben einfach oben drauf oder auch nicht. Was ist los, Batman? Verlierst du den Verstand? Wäre ja nicht das erste Mal. Oder das letzte. Ich bin so ein schlechter Fahrer, das ist unglaublich. Fängt er jetzt wieder an, mit Büssen zu schmeißen? Gothams Hoffnung stirbt mit dir. Ich darf ja auch nicht gegen Autos fahren, stimmt ja. Du hast alle außer mir getäuscht, Batman. Ich sehe den ängstlichen kleinen Jungen hinter der Maske. Den kleinen Jungen, der ein Held sein wollte, um seine Eltern davor zu bewahren. Du hast ja keine Ahnung, was noch auf dich zukommt. Das ist nur ein Vorgeschmack. Werf ihn den Krähen vor. Still. Komm schon, stirb du doch. Bring mir seine Seele. Wieder dieses krumme Seelengeschwatz. Geschwätz. Ja. Reißt ihn in Stücke. Ah, das wird so nix. Eine Minute 19, 3 Minuten 20, verdammt. Verdammt. Jetzt mach den endlich mal kaputt, ey. Ist doch gar nicht. Ich krieg's schon wieder nicht hin. Das ist doch unglaublich. Was ist denn daran so schwer? Ich versteh's nicht. Oh, jetzt schon wieder die Scheiße. Du bist jetzt in der Hölle. Bla bla bla. Ich bin Scarecrow, hab Angst vor mir. Du bist jetzt in der Hölle. Ich werde dir alles nehmen, was dir lieb und teuer ist. Ich will dich leiden sehen. Ja, ja, nur weil du so doof warst und im Becken gesprungen bist, vor dem wir dich gewarnt haben. Ey, das ist so beschissen, ey, diese eine Stelle da. Es ist vorbei, Batman. Das Beste an Scarecrow ist die deutsche Synchronisationsstimme, also die deutsche Stimme. Und die englische Stimme, die ist auch gut, aber ansonsten ist der Charakter eigentlich Müll. Finde ich zumindest. Ach, was soll das denn jetzt? Du zögerst bloß das Unvermeidliche hinaus. Mann!
Du vermisst sie nicht, wahr? Keine Sorge, kleine Fledermaus. Gleich siehst du sie wieder. Das ist doch ein Witz, ey, oder? Was ist denn das jetzt für eine Scheiße? Also beim letzten Mal, also beim ersten Mal, als ich das gemacht habe, da lief das so viel besser. Wie fühlt es sich an, den Verstand zu verlieren? Ah, ja, ja. Geh mir nicht auf die Nerven. Was? Ich meine, Dannen jetzt schon wieder. Ein Joker? Sehr ekelhaft. Und nun, Batman, zerstöre ich dich! Jetzt ist es auf einmal viel einfacher. Es ist mir immer eine Freude, mit deinem Verstand zu spielen, Batman. Guck mal, so oft wie der mit dem Verstand von uns spielt, da müssen wir es doch unterdessen gewohnt sein, oder? Spürst du dieses Kitzeln unter deinem Brustbein? Das ist Angst. Unter meinem Brustbein? Nein, das ist... Ach, verdammt nochmal! Deine Eltern sind in der Hölle. Oh, ja. Wiedersehen. Angriff! Leide! Schon. Drei Minuten noch. 3:11, das wird knapp. Zieht sich wieder in die Lava. Oh. Jetzt geh endlich kaputt, du dummes Ding. Was soll denn das so? Wieso dauert denn so lange bei dem? Oh, das krieg ich wieder nicht hin. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch unmöglich. Was soll denn die Scheiße? Wieso ist denn das so schwer? So kacke schwer, ey. Wieso brauchen wir jetzt auf einmal für diesen fetten Panzer so extrem lange? Oh, halt die Klappe. Wieso brauchen wir jetzt für diesen einen fetten Panzer so extrem lange? Beim ersten Mal hat das nicht so extrem lange gedauert. Und da war das Batmobil noch lange nicht so aufgerüstet. Würden sie noch leben, wären sie so
sicher enttäuscht von dir. Schwer enttäuscht. Frag mich, was deine Eltern von dir halten. Hier durch? Perfekt. So sieht doch gar nicht. Na ja, toll. Das hat sich ja gelohnt, die Abkürzung. Wenn ich erst mit dir durch bin, wird Gotham dich verabscheuen. Ja, ja. Jetzt wird er auf einmal wütend. Ach, das ist doch scheiße. Dieses blöde Batmobil, ehrlich. Da würde ich ja am liebsten zu Fuß vor ihm abhauen. Das wäre so viel einfacher. Aber ich muss ja... Ja, ich werfe ja auch mit Autos und lass dich in einem komischen, schwammigen Fahrzeug rumfahren, ne? Werf dich auch mit Feuerbällen, natürlich. Ich werde alle Hoffnung aus dieser Stadt tilgen und sie mit Angst erfüllen. Das ist ja gar nicht lang, das geht ja... Oh. Toll. Diese Abkürzung lohnt sich absolut nicht. Stirb in Angst. Aber ich lebe doch gar nicht in Angst. Ja, ja. Wie war es, ihn zu töten? Red dir ruhig ein, es sei ein Unfall gewesen. Wir kennen die Wahrheit, nicht wahr? Dass die Wahrheit ist, dass er sich selbst getötet hat? Da war noch eine Abkürzung am Ende. Einfach über den Hof rüber. Die Treppen hoch. Nieder mit der Fledermaus. Leide. Werft ihm den Krähen vor. Na komm. Lass mich deine Schreie hören. Na, was mache ich denn hier? Geh endlich kaputt, du dummes Ding. Endlich. Du sollst brennen. Arme kleine Fledermaus. Komm schon.
wir erledigt. Der auch. Komm schon. Nein! Komm schon, wieder 3,59. Wenn jetzt wieder 2 Sekunden angezogen, zugefügt werden, dann... Du musst dich schon mehr anstrengen, um dich... Oh, endlich! Endlich! Das ist ja grauenvoll! Leckt mich am Arsch, das ist ja grauenvoll! Alter, da darf ich wieder vorspulen, ne? Erstmal aufleveln. Ein besserer Schleudersitz wäre schon nicht schlecht. Ist mir in letzter Zeit aufgefallen. Was haben wir denn hier noch? Okay, direkten Treffer verursachte Schaden. Schüsse mit dem 60mm gestützten Locken. Cobra-Drohnen der Miliz an die Stelle des Aufschlags. Eine sehr effektive taktische Ablenkung. Okay. Verbessert die Nachladezeit. Ja. Ja. Bad-Suit was verbessern. Was ist das hier? Greifhakenschub Mark 3. Auch nicht schlecht, aber brauchen wir nicht unbedingt. Zerkombro-Explosivgel. Ausrüstungstechnologie. Ich wünschte wirklich, ich könnte einfach... die Reichweite von unserem komischen Ding erhöhen. Aber ich weiß nicht, wo das sein soll. Unterbrecher Boa-Drohne, Explosivgel erhöhte Reichweite, Explosivgel Betäubungsdauer, Wirkungsdinger, Sabotage, Unterbrecher Sanitätssabotage. Brauchen wir alles gar nicht. Das brauchen wir alles wirklich absolut, eigentlich absolut gar nicht. Das habe ich hier 30.000 Mal absolut gesagt, ne? Ja, toll. Super Bad Claw Betäubung. Ja, das ist ja ein Quatsch. Das ist ja auch ein Quatsch. Sagen wir mal ehrlich, das ist absoluter Quatsch. Gezielter Freeflow Mark 2. Der Schaden aller Angriffe wird bei Vollzerkombo erhöht. Das ist doch... Das ist nützlich, aber der Rest ist absoluter Quatsch eigentlich. Brauchen wir alles gar nicht. Hier mehr Rüstung des Batmobils. Brauchen wir eigentlich auch nicht. Wir werden ja nicht getroffen. Im Grunde. Super Schleudersitz. Das ist nicht schlecht. Weißt du was? Ich erhöhe mal... Ich erhöhe mal den Schaden vom Geschütz. Gut, damit wird das erledigt. Grauenvoll. Bleibt noch einer, scheinbar. Oder noch mehr. Und es werden nur noch nicht mehr angezeigt. Ah ne, es bleiben noch 6 von 9. Ach, 6 von 9 Sternen. Okay, es bleibt noch einer, ja. Nicht 6 von 9 Missionen, sondern 6 von 9 Sternen gesammelt. Okay, da haben wir nichts. Da haben wir nichts. Die müssen wir freischalten. Das ist Schlage ein Muskelprotz durch, ja, genau, Umgebungsdings Kapokao. Die müssen wir durch die Story wahrscheinlich freischalten. Drohnenzone, 662 Meter. Und hier, was ist da das nächste? 800 Meter. Na gut, dann machen wir Drohnenzone. Ich hatte noch nie so viel Spaß. Ja, ja. So, halte den Fuß auf dem Gaspedal und den Finger am Abzug. Beweise deine Fahr- und Kampfkunst und rase zwischen den drei Gefechtszonen hin und her, um die Drohnen so schnell wie möglich zu zerstören. Schließe den Kurs in unter 3 Minuten ab. Okay. Das kann ja was werden.